Ja, sehr verehrte Mineralienfreunde, Kolleginnen, Kollegen, ich darf euch begrüßen zum dritten Teil der Mineralien aus China. Ursprünglich waren eigentlich bloß drei Stücke geplant, aber ich habe mal ein bisschen in meiner Sammlung gekramt und habe doch noch einige Stücke dazugelegt, welche ich euch jetzt kurz im Video präsentieren möchte. Das ist also alles Material aus China und Innere Mongolei, also Xifeng, Huangang. Und da sind Stücke dabei, die ihr teilweise ja schon kennt, beziehungsweise Stücke, die wirklich neu sind, wo ihr noch gar nicht gesehen habt. Und ja, das ist jetzt im Prinzip, muss ich auch wieder sagen, nur ein Teil von den China-Großstufen, denn es gibt noch mehr, ich kann nicht alles hier vorstellen, aber ihr wisst ja, wie es ist, ich zeige es euch einfach mal jetzt so, wie die Situation ist. Diese Stücke stehen online zur Verfügung bei China. So, genau. Und wir fangen an mit diesem hübschen, größeren Stück Malachit. Diese Malachitstufe stammt von China. Ich glaube von Xilu ist das. Alle diese Stücke, wie zum Beispiel das hier, das ist ja auch eingestellt bei den China-Mineralien. Müsst ihr halt bitte mal in der Mineralienliste durchschauen und einfach die China-Seiten anschauen. Das hatte ich euch schon mal in einem Video gezeigt. Ist also nichts Neues in dem Sinn, aber es passt halt schön dazu. Großstufen aus China und es ist rein rassischer Malachit. Und dieses Material von dieser Fundstelle gab es früher auch mal öfter. Also das ist auch schon mittlerweile verschwunden. Wie gesagt, es sind teilweise Stücke dabei aus eigener Sammlung. Wie zum Beispiel das hier auch. Ja, das sind Stücke, da könnt ihr jetzt auf den Börsen lange suchen. Das sind Teile, die waren ja irgendwann mal auf dem Markt. Und das gibt es schon lange nicht mehr. Das ist hier so ein Stück mit so hellgrünen Fluoritwürfeln auf so einer quarzigen Matrix. Und da gibt es sogenannte Perimorphosen. Also sprich, da waren mal irgendwelche Kristalle, Kalzite oder andere Mineralien, die wurden ausgelöst. Dann gibt es so eine Art Umhüllungs-, ein Skelett entsteht dann oder ein Freiraum, welches wiederum dann mit einer weiteren Generation Mineralien, in dem Fall halt Fluorid, ja, kristallisiert ist. Und das sind so Stücke, das gibt es schon länger nicht mehr. Das war mal vor einigen Jahren mal, habe ich das mal mir von einem chinesischen Händler geholt. Und ja, wie gesagt, das ist auch online auf der Seite. Da müsst ihr halt mal einfach durchschauen. Tolles Stück. Und wenn ihr euch erinnert, ich hatte mal so einen ganzen Tisch voll mit diesen dunklen Fluorid-Oktaedern. Und es war wirklich ein ganzer Tisch voll. Das war halt einfach die Zeit, da gab es diese Stufen. Und irgendwann waren die halt einfach weg. Und Feierabend. Und dann gab es die nicht mehr. Und das ist jetzt der letzte noch verfügbare in dieser Art mit diesen großen oktaedrischen Fluoridkristallen.
Und das ist so richtig, ja, Tintenblau, oder wie sagt man denn da, so Raspberry Blue, so wie das durchleuchtet teilweise. Eine ganz interessante Farbe haben diese Kristalle. Und wie gesagt, als Oktaeder ausgebildet. Das sind natürlich schon ziemlich hochkarätige Teile, muss man so sagen. Das ist, ich kann das nur wiederholen, das gab es irgendwann mal. Und jetzt, wenn du bei den Chinesen schaust, das kannst du vergessen, dass du sowas siehst. Es ist einfach so, in letzter Zeit bei den Chinesen gibt es nicht wirklich was Besonderes. Also die hatten zumindest nichts. Also zumindest nicht also auf den Messen in München oder in St. Marie beispielsweise. Es kann sein, dass ich in, was weiß ich, Shanghai oder sonst wo auf der Mineralienmesse andere Sachen sehe, aber da komme ich ja nicht hin. Also das ist einfach so, und das wurde mir von vielen Seiten schon gesagt, dass die China-Mineralien mittlerweile einen reißenden Absatz finden, selber in China. Ja, und es gibt gar nicht mehr so diese großen Mengen an richtig guten Mineralien aus China. Ja, die kommen gar nicht mehr her. Entweder werden sie in China verkauft oder dann in Amerika, in Tucson. Und was halt übrig bleibt, das landet vielleicht in Europa dann irgendwie auf der Börse. Aber es ist wirklich so, es gibt halt nicht mehr die Auswahl, die es schon mal gegeben hat, muss man einfach so sagen. Vor der Corona-Geschichte war es besser, danach war es schlecht. Muss man einfach so sagen. Ich weiß auch nicht. So mein Eindruck. Hier eine große Quarzstufe mit schönen Quarzspitzen von der Mine in Huangang, Xifeng, Mongolia. Also hier gibt es im Prinzip eigentlich nur den Quarz zu bewundern. Aber recht ordentliche, schöne, große Quarzspitzen. Und das ist eigentlich so eine typische Stufe eben von Mongolia, Xifeng, Innere Mongolei. Auch das habt ihr schon mal im Video gesehen. Ja, das ist ein richtig hochkarätiges Teil. Also schaut euch mal solche Spitzen an. Also wie gesagt, das ist viele Jahre zurück, wo ich das mal bekommen habe. Auf der Messe halt, wie es halt so ist. So, dann haben wir hier eine Stufe. Also die ist sehr außergewöhnlich auch, weil das ist ein Stück aus eigener Sammlung. Leute, schaut euch mal das Ding hier an. Das ist praktisch eine Stufe aus Fluorit, Kubo-Oktaedern mit spiegelglatten Kristallflächen, wie ja zu sehen ist, aber richtig spiegelglatt, große Kristalle, rundherum kristallisiert, und auch diese Fläche hier, diese hier, die ist irgendwie zersetzt, zerfressen, rekristallisiert, auch diese ist komplett kristallisiert. Also da ist nichts irgendwie angedöllert oder so oder beschädigt. Das ist alles rekristallisiert. So muss man das sehen. Und dann sitzen halt hier am Randbereich die dicken, fetten Kristalle hier von Fluorit-Oktaedern und was, beziehungsweise Kubo-Oktaedern. Und was das Interessante ist, aber das muss man wirklich im Gegenlicht anschauen, diese Stufe, die hat eine Farbe im Gegenlicht, das ist mega hier. Das muss man in der Vitrine angucken, mit einem richtig guten Gegenlicht. Die haben nämlich violette Phantome drin. Hier oben in den Oktaedern, in den Kubo-Oktaedern. Na, da kann man es vielleicht so halbwegs erkennen. Da sind so Phantome drin, also richtig, richtig mega. Es scheint keine Sonne, wie ihr seht, es ist ein bewölkter Himmel. In letzter Zeit hatten wir viel Sonne, aber die ist halt nicht immer da.
Und die braucht man auch nicht wirklich jetzt bei dem Material, also muss man auch sagen. So, wir haben hier ein richtiges super Stück aus der Provinz Wuyijiang. Und Wuyijiang, da gibt es ja 2-3 Fundstellen, wo es solche Fluorid Kuboktaeder gibt, beziehungsweise Rhomben-Dodeka-Äder, weil das ist so eine spezielle Sorte von Fluorid, so tintenblau bis hellblau bis violett, mit diesen schönen ausgebildeten Kristallen hier von Fluorid und auch sehr schöne Farbe, durchscheinend. Und ja, diese Stücke, auch das ist online, da könnt ihr nachschauen, da steht alles genau drin, wo das herkommt, Gewicht, Maße und so weiter. Ich meine, das Teil ist natürlich schon ein hochkarätiges Teil, weil es ist das Größte von dieser Art, was ich euch anbieten könnte. Und das ist aber auch richtig gut, muss man schon sagen. Also schaut euch mal diese hübschen Kristalle an hier, das ist schon toll hier. Aus der Provinz Wuyijiang, müsst ihr bitte nachlesen dann. Auf der Seite ist das eingestellt. Das ist ein ziemlich hochkarätiges Stück. Da gibt es 2 oder 3 Fundstellen, wo solche vorkommen in Wuyijiang. So, und jetzt kommen wir zu den grünen Fluoridwürfeln, die vor einigen Jahren mal in größerer Menge auf den Messen angeboten wurden. Aber das ist schon länger zurück. Und zwar sind das einfach diese grünen, schönen Fluoridkristalle hier von der Fundstelle Xianhuabu in Provinz Hunan, China. Das ist unverkennbar, weil diese grünen Fluoride in dieser Art gibt es nur dort. Man kann sagen, die gibt es wirklich nur dort in Xianhuabu oder Xianhualing. Das sind 2 Minen, die, ich sag mal, im Umkreis von ein paar Kilometer auseinander liegen, und da kommen diese grünen, hübschen, dicken Würfel vor. Von der Sorte habe ich noch 2-3 Stück andere. Aber wie gesagt, ich kann nicht den ganzen Tisch hier vollstellen. Bitte reingucken einfach auf der Mineralienliste China Mineralien Fluorid Xianhuabu Provinz Hunan, China. Das scheint auch schön durch. Aber wie gesagt, wir haben keine Sonne hier. Naja. Da geht es aber nicht um das Durchscheinen. Es geht einfach um die Form, um die schönen Kristalle hier. Das ist richtig mega hier. Aber richtig. Da müsst ihr mal gucken, da gibt es noch 2-3 Stück von der Sorte, die sind auch online. So, wir haben noch hier ein spezielles Stück, welches ich euch jetzt zeigen will. Und da muss ich sagen, wo ich das Teil gesehen habe, das Erste, was ich wusste, ich muss das Teil haben. Es war dummerweise ziemlich teuer. Es war sehr teuer. Nicht nur ziemlich, sondern sehr. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man sowas sieht und vor der Nase hat und dann sieht man das und man könnte das nehmen. Man muss halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, aber das ist halt einfach so. Leute, schaut euch mal die Qualität dieser Fluoridwürfel an. Also das ist spitzenmäßig, das ist einfach nur mega. Also da fehlen mir die Worte, ich sag's wie es ist, das ist einfach
hammermäßig. Das Ganze ist hier im Prinzip ein Stück mit, ja, wie kann man das beschreiben? Das ist hier im Prinzip eine Quarzkruste und auf dieser Quarzkruste sitzen eben vereinzelt diese Fluoritwürfel drauf. Und zwar richtig, richtig schön. Also da könnte man jetzt ein bisschen Sonne brauchen, damit es schön glitzert, aber man kann es so auch sehen. Und das Stück ist schon mal im Video gezeigt worden. Das heißt also, da könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Die Videos werden ja immer angezeigt, wo das Stück eben zu sehen war. Und nach meiner Meinung ist das ein richtig hochkarätiges Stück. Wie gesagt, es war auch teuer. Da müsst ihr bitte nachlesen, die Fundstelle. Die ist ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, nicht so geläufig. Das war eher ein bisschen so ein Sonderfall, dieses Stück. Und das Teil hätte ich noch. Und das ist, wie gesagt, online. Könnt ihr mal schauen, aber das Ding kostet einiges. Aber das ist halt nur mega, das Teil. Also das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist Faszination pur. Ich meine, wenn es einer will, der muss sich halt melden. Wenn nicht, ist auch recht. Das steht bei mir genauso gut. Also das ist richtig mega hier. So, wir hatten jetzt diese 2, 5, 6, 7, 8 Stücke im Video. Ich mache jetzt einen kurzen Cut und es geht mit diesen größeren Stücken hier weiter. Ja, Kollegen. Wir machen weiter mit diesen paar Stufen hier. Das sind also nochmal 5 richtig hochkarätige große Stufen. Unter anderem ein schöner dicker Oktaeder hier mit Quarz. Und der ist hier so auf einem Sockel draufgesetzt. Und ich zeige euch den mal hier im Detail. Also ich nehme jetzt einfach den Oktaeder hier vom Sockel weg, weil der Sockel ist gefräst. Das heißt, der ist maßgeschneidert zum Abstellen für diesen Oktaeder-Kristall. Der ist also mehr oder weniger grün, man kann sagen dunkelgrün. Da sind einige Quarzspitzen noch durchgewachsen. Und das ist einfach das Indiz, diese Quarzspitzen, das bedeutet immer, das kommt von Huangang, also von der Mongolei. Immer diese weißen Quarze. Das ist so ein Markenzeichen, sage ich jetzt einmal. Und das ist hier von rein vom Oktaeder her ein interessanter großer Kristall mit Durchwachsung von Quarzen. Und da hinten war er angewachsen. Ja, und wie gesagt, das Ganze hier auf einem speziellen Sockel. Und da kann man das Ding dann draufstellen. Also das macht sich hier schon ganz gut, das Teil. Man muss mal gucken, wie das wieder drauf gehört. So nicht, so auch nicht. Also, wie ihr sehen könnt, das ist ja so ein spezieller Sockel und den setzt man einfach, das Stück setzt man einfach hier so drauf, genau, so gehört sich das. Die Matrix dementsprechend geformt. Unten die so, jetzt sitzt das Teil schön auf der Platte drauf.
Ja, das ist also ein schöner Oktaeder von Huangang, grün. Der hat übrigens ein Phantom drin im Gegenlicht, wenn man durchleuchtet. Das muss man halt im Sonnenlicht dann mal richtig anschauen. So, dann gibt es hier eine größere Stufe mit Calcit-Kanonenspat. Der Calcit-Kanonenspat in der Art, muss ich sagen, ist auch nicht so super häufig zu sehen, weil er eben wasserklar ist. Und das ist ja so eine große Stufe hier mit richtig schönen Calciten. Wie gesagt, Variante Kanonenspat, sagt man da in dem Fall. Und da sind die Kristalle so richtig schön klar. Schaut euch mal die Qualität an. Also das ist schon bemerkenswert. Super tolles Stück hier. Calcit Kanonenspat. Das müsste, glaube ich, von Hunan Shenzhou irgendwas kommen. Müsst ihr bitte nachlesen. Es ist online gestellt. Bereits. Also könnt ihr bitte die Details entnehmen, Maße und Gewichte. In der Art, muss ich sagen, sind die Calcite eigentlich immer gefragt und relativ selten zu kriegen. Ein hübsches Schaustück, definitiv. Schöne große Calcitstufe. Aus der Provinz Hunan. So. Dann machen wir weiter mit dem Teil hier. Jetzt wird es langsam ein bisschen schwer. Weil das Teil hier, das ist natürlich schon mega. Schaut euch mal das Ding an hier. Das ist so eine schöne große Stufe mit oktaedrischen Kristallen von Fluorit, grün, Apfelgrün, so muss man sagen, so richtiges schönes Grün, durchscheinend. Diese grüne Farbe ist eher ein bisschen so unüblich, sieht man nicht so oft. Diese Kristalle haben die Eigenschaft, dass sie mit einer, ja, so eine Art Treppenstruktur überwachsen sind. Und ich glaube, da sind auch noch kleine Quarze drauf. Oder sind das winzige Fluorite? Kann ich gar nicht sagen. Das müsste ich mal mit der Lupe anschauen. Aber ich will damit sagen, das ist hier ein Stück von der Provinz Wuyijiang. Aus dem Gebiet Sanming. Also Beschreibung bitte nachlesen. Das ist eher ein bisschen ein Stück, das ist ein bisschen unüblich. Aber man sieht schon die violetten Fluorit unten, der Abdruck. Da sind noch einige Reste von violetten Fluorit. Das heißt, der war irgendwo angewachsen, wo der violette Fluorit auch mit dabei war. Und das ist hier so richtig schönes Teil hier mit Oktaedern und dann so treppig kristallisiert, muss man einfach so sagen. Von der Provinz Wuyijiang aus dem Gebiet Sanming Area. Und da gibt es ja mehrere Fundstellen, also ich kann euch nur immer raten, wenn ihr nicht wisst, wo was her ist, geht einfach auf Mindat. Und Mindat ist eine Seite, kann man die Fundstelle eingeben und sich auch dann die Fundstellen anzeigen lassen. Und dementsprechende Bilder werden auch oft angezeigt. Nicht immer, aber oft. Und da werdet ihr sehen, dass in dem Gebiet relativ viele aktive Minen sind.
Also ein schöner grüner Fluorit, welche ich so in der Art auch noch nicht so oft gesehen habe, von der Provinz Wuyijiang. Das ist natürlich schon und ist qualitativ natürlich sehr gut und relativ groß. Wir sind in Wuyijiang und bleiben in Wuyijiang, weil ihr kennt ja die Fundstelle Tongbai. Tongbai ist die Fundstelle für die Granate, also Spessartin-Granat mit Rauchquarz. Und das ist hier so ein Stück, das stammt eben aus Tongbai. Nur hier, ehrlich gesagt, finde ich nur ganz wenige Granate. Also es sind welche drauf, hier unten, hier an der Seite, es sind welche drauf, aber nur kleine Spessartin-Granate. Und ihr kennt ja das Material mit diesen Rauchquarzen und den aufsitzenden Granatkristallen. Und die Fundstelle in Tongbai ist das. Das ist also auch die Provinz Wuyijiang, China. Da gibt es solche Sachen oder hat es gegeben. Und das hier, das ist ein altes Stück, ein ziemlich altes Stück aus älterer Sammlung. Das Bemerkenswerte ist einfach in dem Fall der Rauchquarz, weil der richtig, richtig groß ist und richtig, richtig makellos ist. Muss man einfach so sagen, Leute, das ist makellos hier. Schaut euch das Ding hier an. Große Rauchquarzspitze aus der Provinz Wuyijiang, Tongbai, ist die Fundstelle. Mit einigen kleinen Granaten drauf, die kann man hier so sehen, sogar kleine Dinger, Spessartin-Granate, aber nicht weltbewegend. Es geht in dem Fall wirklich nur um den Rauchquarz. Also, ist mit einer Hand immer hier schwer zum Hantieren, so ein Ding hier, das ist, naja, aber ihr seht ja, was ich meine. Na, das ist also ein Stück aus Wuyijiang, Tongbai, die Fundstelle mit dem Rauchquarzen und hier sitzen überall die Granate dazwischen drin. So, und das Highlight des Videos, muss ich sagen, ist dieses Stück. Das Stück ist relativ groß und relativ schwer. Und mit einer Hand tue ich mich da äußerst, äußerst schwer. Ich sag's, wie es ist. Aber ich tue mein Bestes, was ich denn da so machen kann jetzt für euch. Ich muss mal das Teil hier so nehmen. Das Stück stammt von, richtig erkannt, weiße Quarze, kann nur aus Huangang stammen. Huangang, Xifeng, Innere Mongolei. Das ist hier ein Stück mit dicken, fetten Fluoritwürfeln. Und zwar richtig megamäßigen, schönen, dicken Würfeln. Muss man so sagen, das ist schon mega hier. Und dann ist eben vorne hier dieser violette Fluorit. Der dominiert hier und auf der anderen Seite, also hier auf Deutsch gesagt, haben wir grüne Fluoritwürfel und die grünen Fluoritwürfel sitzen auf diesen weißen Quarzspitzen. Und das ist wiederum einfach eine zweite Generation, so muss man das sagen. Das ist, wir haben hier diese violetten Würfel, dann haben wir diese weißen Quarzspitzen, die unten drunter sitzen, weil da sieht man ja, da kommen ja die Quarzspitzen regelrecht zwischen den Fluoritwürfeln raus. Hier kommt eine raus, da oben kommt eine raus, hier. Ja, die schauen ja durch so ein bisschen und
sind einfach weiße Quarze und dann ist der Fluorit noch später drauf kristallisiert. Und das ist hier dann noch vergesellschaftet mit den grünen, ja, nochmals neueren Generationen von Fluorit. Also, ich muss dazu sagen, so ein Stück ist natürlich auch relativ selten zu kriegen, schwer zu finden und auch nicht unbedingt billig. Ja, also sowas kostet schon einiges. Also das ist ein Megastück hier mit richtig guten Würfeln von Fluorit. Und der Fluorit, der hat so die Eigenschaft, der glitzert so seidenmatt glänzend ist der. Es kommt gerade mal die Sonne ein bisschen raus, da könnt ihr sehen, der Fluorit glitzert so seidenartig. Und mit einer Hand hier hantieren, das ist ganz schwierig hier. Oh, meine Herren. Also ich nehme es trotzdem mal. Ihr seht, um was es geht hier, Leute. Schaut das Ding an hier. Meine Herren. Also ich kann das in keinster Weise irgendwie drehen jetzt oder sowas. Das klappt leider nicht. Aber ihr seht, was das hier für ein Megastück ist. Diese Stufe ist eingestellt bei den Mineralien Mongolei, Innere Mongolei, Shifeng. Da steht jetzt alles drin, die Maße, die Gewichte und so weiter. Also das Teil, das ist mega. Ich sag's wie es ist. Ich meine, das kostet auch ein paar Euro. Das muss man einfach so sagen. Und vor allen Dingen, wo gibt es denn sowas, dass man den violetten Fluorit hat, dann hat man noch die weißen Quarzspitzen und hier noch grüne Fluoritwürfel. Also das ist ja sozusagen schon mega hier. Das ist ja schon absolut Museumsqualität. Also das muss man schon so sagen, das ist einfach so. Ja, dann bin ich im Prinzip mit diesen Mineralien hier aus China und Mongolei fertig. Ich hoffe, euch hat das Video mal wieder ein bisschen inspiriert. Ich konnte euch mal wieder ein paar hübsche Sachen zeigen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Die Kontaktdaten am Ende des Videos, Leute. Das nehme ich ganz noch mal kurz hier, weil die Sonne gerade glitzert, also die Sonne leuchtet. Und das sieht man hier, wie hier. Die Kristalle, die haben so einen mini, so einen ganz winzigen Überzug von Quarzkristallen, die auch glitzern. Ja, das ist schon hier hammermäßig. Ja, wie gesagt, die Kontaktdaten kommen ja gleich. Da rührt ihr euch bitte, wenn ihr Fragen habt zu den Mineralien. Und ich will noch mal kurz sagen, das ist mir jetzt so eingefallen. Ich habe da so eine Planung gemacht. Und zwar eine Matrix Minerals TV Videoplanung. Also sprich, wann kommt denn welches Video online? Weil ich die nächste Zeit, auch längere Zeit, weg bin. Und ich muss das im Voraus alles machen. Und dann wird das automatisch dementsprechend aktiviert. Also ich lade die Videos hoch und dann gibt es einen Zeitplan, wie die dann aktiviert werden. Das werdet ihr auf der Mineralienliste ganz oben finden. Also sozusagen das Programm von Matrix Minerals TV wird jetzt demnächst immer wieder weitere Videos einstellen. Obwohl ich gar nicht da bin. Und das ist ja der Zweck der ganzen Geschichte. Ich kann nicht immer da sein, ich habe auch nicht immer Zeit. Und das waren jetzt, wie gesagt, die Mineralien aus China, die ich euch mal kurz noch zeigen wollte. Vor allen Dingen, das sind große Stücke, also richtige Schaustücke. Und ja,
Da könnt ihr euch melden, wenn ihr Fragen habt. In diesem Sinne nochmals einen herzlichen Dank für eure Interesse, fürs Zuschauen. Bleibt dran und lasst euch überraschen, was sonst noch an neuen Videos kommt. In diesem Sinne vielen Dank, bleibt gesund. Ich wünsche noch einen schönen und sonnigen Tag und bis demnächst mal wieder bei Matrix Minerals TV.